Die tiefsten Wunden sind jene, die uns die Vergangenheit zufügt. Starke Worte aus einem wirklich bewegenden Roman. Bittere Wunden ist ein absolut überzeugender Roman einer der talentiertesten Schriftstellerinnen unserer Zeit. Eine Studentin verschwindet spurlos. Doch als Will Trent sich an ihre Fersen heftet, wird ihm der Fall mit unerwarteter Heftigkeit entzogen. Amanda Wagner, seine undurchschaubare Vorgesetzte, scheint mit aller Macht verhindern zu wollen, dass Will sich in die Ermittlungen einschaltet. Warum? Schauplatz dieses Thrillers mit einem wirklich abartigen Mörder ist Atlanta. Und ganz besonders beeindruckend sind die Charaktere. Da gibt es den Special Agent, der als Baby in einer Mülltonne gefunden wurde und in einem der schrecklichsten Slums der Stadt aufwuchs. Dann seine Ehefrau, rätselhaft, integer und auch ein bisschen krawallig, die aber irgendwie untrennbar mit seinem Schicksal verbunden ist. Genau wie seine undurchschaubare Vorgesetzte, die als Frau in den 70ern aufstrebende Polizistin ist und es in dem frauenfeindlichen Männerverein Polizei alles andere als einfach hat. Aber das sind nur drei von vielen wirklich charakterstarken Figuren, von denen aber keine fehlerfrei oder heldenhaft ist. Und genau das macht die einzelnen Figuren so überzeugend. In Bittere Wunden wagt Karen Slaughter ein Experiment. Sie verwebt drei Handlungsstränge miteinander, wobei einer tief in der Vergangenheit liegt. Und genau so schafft sie es, uns Leser sofort in ihren Bann zu ziehen. Wir fiebern mit und wir leiden mit. Für viele ist Bittere Wunden ihr bisher bester Roman. Bittere Wunden, der aktuelle Bestseller von Karen Slaughter. Jetzt bekommen Sie dieses Buch ungekürzt als Sonderausgabe. Gibt's so günstig, nur bei Weltbild. Weltbild.